Das war Toilette oder nicht? Hey, Toilette nicht, oder? Toilette. Toilette. Doch, ja, doch. Ja, und die Toilette kommen da. Ja, du. Stimmt. Ja, das ist nachher, wenn du sie mal den Anstich gemacht hast, das ist noch die erste Upgrade-Option. Genau. Da kannst du upgraden, um ja. einen längeren Lay machen oder upgrade auf Girlfriend. Ja. Das sind schon die Optionen. Aber eben zurück, also du kannst jederzeit vom SNL-Game, kannst ja. jederzeit zurück switchen zum. Turtle und Torquashrank. Hey. Ja, so graue Haare fast, ja. Es hat nur vier Finger, es hat nur vier Finger, es hat keine Daumen. Es hat keine Daumen. Das sind die Rotaffen. Alter. Die Kinder werden nicht älter. 2 Jahre, dann machen sie. Genau. Sie alleine. Dann, ja. 2 Jahre mit der Mutter. Okay. Die Mutter schon unterrichtet. Dann okay. Dann ausbringen. Dann brauchst du es wahrscheinlich nicht. Und dann so, weil es mir auch gefallen hat. Nachher hat sie auch gefunden, ja, vielleicht hast du recht. Und dann sind die echt einfach aus dem Fenster geschoben. Ich finde das muss ich auch mal probieren. Oder sexuell aber. Ich meine, du kannst auch gut machen, wenn man Sex-Shop in der Frage natürlich. Wenn du ihr nicht gefällst, dann funktioniert es nicht. Aber wenn du ihr zufällig gefällst, dann finde ich das noch zu sehr offensichtlich etwas in der Frage. Und dann kannst du einfach sagen, der brauchst du. Schulgeld funktioniert natürlich nur, wenn sie dich geil finden. 2 Baby oder Kindergarten. 2 kleine, ja. Kindergarten machen die. Okay. Ja, du, hä? Aha. Ja, du, hä? Auch mit den weißen Haaren, gell? Ja, ja. Hä, du. Okay. Ja. Das sind echt witzige Affen. Der geht ab. Ja, der mega. Da die Kleine. Ja,
So. Ah, die haben gar keine Angst, gell? Die Grauen oder Mehl. Die Grauen hat keine Angst. Überhaupt keine Angst, gell? Witzig, ja. Ja, sehr freundlich. Ja, ja. Die springen da auch auf die Bäume. Das ist ja echt unglaublich. Was ist das für ein Baum, ja? Affenbrotbaum. Affenbrotbaum, oder? Und der ist 500 Jahre alt? Ja, ja. Wow. Normalerweise, das werden besser die Früchte, die Blätter alles untergefallen. Aha. Die Herbstzeit, muss ich sagen. Aber jetzt keine Frucht, das sind ganz viele Blätter. Hey! Das ist ein Toiletten, schau mal. Wann ist der nächste zufällig bei dem Auto? Oh ja. Der FK. Hoffentlich morgen. Ich glaube, das ist weit, das Auto. Du musst wirklich einen Kilometer fahren. Das wird rausgenommen. Wir haben andere Sorten. Schauen wir mal. In der Mitte hier, Rote. Mhm. Aber gesehen? Ja, sehr gerade. Weniger Ast, die Ast ganz oben. Mhm. Das ist eine rote Mahagunibäume. Die rote Mahagunibäume normalerweise sehr schönes Holz dabei. Mhm.
sehr, sehr schönes Holz, weil immer sind flat auch. Mhm. Ja, und diese Figuren da, die die am Strand verkaufen, die sind aus diesem Mahagoni. Diese schwarzen. Gibt es unterschiedlich auch. Ja? Gibt es Mahagoni, gibt es Ebe, unterschiedlich. Also, weil nicht von hier, von Tansania, das kommt. Kommt gleich von Tansania. Sind normalerweise, diese sind Natur, die sollten nicht schneiden. Das muss bleiben hier, weil das ist Natur. Und normalerweise gibt es dabei, dass die Früchte von der Bäume auch. So man aussehen da. Die normalerweise diese Affen nicht essen, die essen nur draußen in die Schale. Bei ihnen gibt es eine Hartkerne. Das ist die Kerne, oder die Kerne aus wie ein Farm, mit der Neubau. Aber nicht essen. Leute nehmen das dieses voraus, dann wächst neue Baum. Ja. Die essen nur Schale. Ja, viele Farne, ja. Wollen wir? Dann sag mal, was ist das? Alle, was war das? Was war das? Normalerweise, dass die Blätter bei uns wichtig, die Früchte, wir machen ein Öl zum Kochen. Ja. In dem, weil das, die Palmeöl, das ist gut, weil das ist Naturöl. Mhm. Das läuft von uns, weil wir kennen, dass es in dieser Öl besser, weil das ohne Chemie dabei ist. Mhm. Deshalb viele Leute kochen das etwas mit dieser Blatt, mit dieser Öl. Und die Blatt uns bei uns sehr wichtig von was? Normalerweise die Leute zum Beispiel, das glaube habe ich schon gesehen im Hotel, die Blatt oder Naturdach machen die Blatt von dieser auch. Ja, wie machen Leute normalerweise das so raus, Leute abschneiden, dann nehmen so die Blatt und dann machen so, machen immer die Natur, ja? Wenn sie das trocknen, ja, danach kommt es so zu, danach kann man machen. Weil das dieser Dach, das ist besser. Erstens Natur, die zweiten, wenn das Regen kommt, nicht so laut in dem Haus oder im Zimmer. Und dann, wenn auch die Sonne scheint, nicht so heiß. Ja, ist gut. Ja. Und ja, dieser Blatt. Das ist eine Vorbinderung mit Naturstoff. Und das normalerweise auch die Leute von Plantagen sind da viel lange sitzen. Später wollen wir dort, schauen wir mal, dass eine junge Mann oder die junge Mann, das machen das eine Hute, eine Krawatte, Tasche, die machen eine. Ein Ohr auch von der Blatt. Weil das die Blatt als wie Plast. Ja. Maswala-Halle, ja. Da wird das stimuliert. Oder? Genau, das ist auch richtig krass. So, Luftfeuchtigkeit. Aber sind drinnen keine Marijuana, die Pflanzen. Das ist jetzt sehr dicht hier, ja. Mhm.
passen da vorne Anaconda. Wo? Wo ist die Anaconda? Hast du Angst? Nö, nö, alles gut. Das ist da Palme mal zwischendurch auch drin, gell? Einige Palmen. Hier noch mal ein Foto machen, weil hier was ist voll, nicht? Hier ist voll geil nicht. Mit dem Hintergrund. Ja, was denn nicht? Stimmt, so kannst du es machen, Steven. Ja. Mit dem Mann kann man Sport haben, da wäre ich jetzt gern dabei bei dieser Aktivität. Normalerweise das Mahagun-Bäume nicht so tief, ja? Das hat man außen, das ist große Wurzeln da. Mhm. Ja, aber nicht so tief. Aber haben wir hier Schlangen, oder? Hast... Gibt's schon, ja? Da war ein Tor. Timo. Hi. Hey. Jetzt gehen wir hier über die dicke Wurzel. Ja. So tropisch, ne? Ja. Mit den Palmen, gell?
Sag ey, das ist nicht 60 Stunden, genau. Gestartet oder so. Das voll. Ist nicht so aufwendig vorbereitet. Ich würde das eine Mal empfehlen, Alter, da habe ich mir nicht Leute in die Musik gestellt. Ja, hier haben wir angefangen, gell? Ja. Okay, eine sehr schöne Tour. Ja. Wenn Wasser von Meer flutet und auch hier flutet. Wenn sie Ebbe dann auch hier Ebbe. Aber das hier Ebbe und flutet ein Wochen Ebbe, ein Wochen flutet. Ja. Okay. Und das, wenn Wasser Ebbe, da unten man aus, und das ist die Krebs. Krebs, da unten. Ja. Aber Landkrebs kann man nicht essen, nur Dekoration. Oh, was die fragen wollte, nachts sind ja am Strand immer so weiße kleine Tiere. Was ist das? Sind das so Krebse? Das ist Krebs da. Aber Krebs. Die sind nicht gefährlich. Ah, nicht gefährlich. Mhm. Also passiert. Okay. Wir machen Möbel wie das wie Mahagune oder wie Tickholz. Mhm. Machen einen Schrank, bei Tischstuhl, weil auch sehr stabile Holz. Mangroven werden nicht die groß wie Tick oder wie Mahagunholz, aber auch stabile Holz. Ja, wieso? Das ist Tickholz. Das ist Mangroven.
Sehr stabil. Ja, aber. Aber richtig teuer Möbel. 100% ist das teuer Haus. Und das ist jetzt Salzwasser hier. Wow, also das. Mhm. Salzwasser. Aber ist Ebbe, dieser Wochen Ebbe. Okay. Wow. Und das ist eine Korallensteine, ja? Okay. Ach, das ist. Okay. Ja, wir haben das die großen Korallensteine. Und wir haben auch normalerweise, wir haben auch die drei Sorten von Mangroven, ja? Ein Sorten da unten, wo ist man aussehen? Mit den ganz kleinen Wurzeln. Die Wurzeln sind ganz klein. Schauen wir mal, das zwei Sorten, die Wurzeln. Sehr lange Wurzeln. Und die Wurzeln okay. Einander, umgekettet, ja. Und die dritte Sorten, dass die Wurzeln von dem Ast oben geht bis unter auf dem Wasser. Aber die hängen runter? Ja, von oben bis unter geht. Wenn unter geht, kommt neue Mangrove. Wow. Das sind jetzt Mangroven. Aber die andere Sorten, die wussten. Ah, okay. Da hängen die runter, ja? Wow. So Dezember, Januar, nicht umeinander, wie wir heute. Das ist ein perfekter Zeit für Australien. Das ist perfekt, ja. Und bei uns mega hassen. Und da unten gibt es auch ganz kleine Fische. Ja. Oh ja. Kleine Fische da unten. Ich will kurz wissen, wir müssen auch. Ich wollte unbedingt mal. Also ich bin hier ja. Das sind dann Salzwasserfische. Krokodiles. Hätte ich mir vorstellen können, wie das Jahr. Weil Mangroven leben auch. Aber in der Stelle, das normalerweise. Ich bin letztes Jahr, gar letztes Jahr. Und die anderen Sorten von Mangroven schon mal da. Du musst es von außen trennen. Die wussten aus, wie ein Bild. Schau mal, die andere. Jetzt sind ganz abgeklappt. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Mach ja gar nicht mehr. Hier in der Mitte von Brock, ja? Wow. Hier. Das ist ein Kindergarten von Mangroven. Ah ja, ich wollte gerade sagen, das sind kleine Junge. Ja. Wie lange brauchen die, bis die groß sind? Lange Zeit. Gegen unten gibt es eine Großstadt. Aber normalerweise nicht hier. Aber normalerweise auf dem Land, wenn das die Groß absteigt, danach neue kommt so schnell. Aber wenn lassen das, weil sie brauchen Schatten, sie brauchen Sonne, aber weniger Sonne, das haben lange Zeit bis groß. Und kommen sehr schnell. 10 Jahre? Ja. Und wieso das? 10 Jahre ungefähr. Wir haben das so. Auch groß Schatten. Und das ist auch normalerweise für wenn Leute kommen mit etwas essen, die Kinder von Tour machen, danach kleine Pause. Pause machen, ja. Ja, kleine Pause. Oder Massage rum. Ja, genau. Für die Jungs Massage. Ja. Aber wenn Wasser blüten, es kommt bis nach Schwarzwurzel, ja? Da oben Schwarzwurzel. Ja, dann kommt das Wasser aber sehr weit, sehr hoch. Aber einmal am Tag oder was? Oder wann kommt das? Normalerweise hier ein Wochen. Ein Wochen Flut, ein Wochen Ebbe. Ja, ein Wochen Flut, ein Wochen Ebbe. Das ist normalerweise. Okay, verstehe. Und dann ist das eine Woche, ist da hier das Wasser? Ja, Wasser. Okay, ich verstehe. Ja, das ist ein Bär.
Anaconda nicht, ja. Keine Anaconda. In Brasilien. Naja, okay. Da gibt's die, gell? Ja. Okay, sind das Krebse oder sind das irgendwelche Krebswohnung von Krebsen? Ist das wie Wohnung für die, gell? Eine Minute, zwei Minuten sind da unten ganz viele Krebsen. Das sind die ganzen Löcher da drin, gell? Ja, schon. Aber sind nur Attraktionen, wenn ich esse. Das war früher, der Drucke war da. Ah, okay, verstehe. Ich habe jetzt gedacht, die Wasser von dem Salzwasser sind gefährlich für uns auch. Ja, okay. Das haben wir immer 2 Jahre, waren neue Drucke. Okay, verstehe. Hab das jetzt höher gebaut, ja? Sehr viele Wurzeln hier. Da wird er Korallen im Grunde, ne? Also Und dann sind wir auch nach Pattaya noch. Das war noch vorm Rückflug.